Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Wir sind ja in einer zweiten Staffel gestartet. In der letzten Folge haben wir diese Schule hier gebaut. Die wurde gleich schon vereinnahmt. Und wurde genannt Hochschule Kantopolis. Finde ich in Ordnung, finde ich gut. Ist ja eine Highschool, also alles gut. Die Schule haben wir schon benannt, Sibirisches Bootcamp. Ist auch völlig in Ordnung. Was hatte ich noch? Ein Busdepot hatte ich noch. Und sollte ich was vergessen haben, schreibt es ruhig nochmal in die Kommentare. Ich hatte in letzter Zeit nicht ganz so viel Zeit im Hintergrund. So, jetzt wollten wir ja hier unser Traktorengebiet machen. Ich würde das ganz gerne nutzen und ja, das habe ich schon falsch gemacht. Ich muss hier eigentlich eine große Straße rein haben, weil sonst schaffe ich nachher nicht das Gebiet hier anzuschließen. Und zwar brauchen wir dafür, reicht ja erstmal eine zweispurige Straße. Und zwar bauen wir sie aus. Auch wenn das jetzt weh tut und einige umziehen müssen, ist das leider so. Aber ich muss das machen, sonst kriege ich das nachher nicht gewuppt. Dazu möchte ich ganz gerne hier eine Autobahn oder eine Schnellstraße zumindest auch in der Form hier durchlaufen lassen. Hier hinten ist es ja noch nicht so wichtig. Diese können wir aber auch aufwerten. Wahrscheinlich wird das günstiger, als wenn wir sie normal laufen lassen. So, wir machen eben auf Pause. Oh hier, jetzt haben wir wieder Einwohner verloren. Haha, ist ja auch lustig. Erkläre ich euch gleich, warum es so lustig ist. So, jetzt wollen wir diese Autobahn. Wäre natürlich klug gewesen, die hier durchzimmern zu lassen, aber naja. Schwierig. Wäre wahrscheinlich auf Dauer gesehen gar nicht schlecht, zumal das hier das Industriegebiet ist. Ich weiß aber nicht, ob wir uns das finanziell leisten können. 2, 3 ist durchaus noch im Budget mit drin. Oh, falsch rum. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich habe sonst immer mich gewundert, Mann, wie kann man die dann umdrehen? Haha, rechte Maustaste. Oh, es ist herrlich. Mann, wie oft habe ich schon Straßen abgerissen und habe das nicht auf die Kette gekriegt. Aber ich habe tolle Videos gelernt, aus tollen Videos gelernt, sage ich jetzt einfach mal so. Und dafür nochmal vielen Dank an den Regel, der hatte mir den Link zu den tollen Videos gegeben. Und dadurch habe ich das Ganze jetzt auch für mich entdeckt sozusagen. So, wir versuchen das jetzt einfach mal so. Das klappt, weiß ich nicht. Jetzt denkt, oh Gott, was macht er da? Dann denkt das ruhig weiter. Das ist völlig in Ordnung. Ich weiß es nämlich selber noch nicht, wie ich das Ganze im Endeffekt umsetzen möchte. Denn wir haben hier ja einiges zu tun. Was ich aber schon Tolles gelernt habe, auch durch diese tollen Videos von meinem lieben Regel. Also der sind nicht von ihm, aber er hat mir den Link dazu geschickt. Eine ganz tolle Sache. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich gucke sonst wirklich nicht viele Videos. Ich gucke wirklich nicht viele Videos. Aber diese Videos sind durchaus sehr interessant. So, jetzt wollen wir erstmal, da wir ja Ampeln hier nicht wirklich brauchen bisher, wäre es ja doof, wenn wir hier welche benutzen. Ne? Weil dadurch halten wir quasi den Verkehr selber auf. Jetzt müssen wir nur sehen, dass es hier flüssig rausgeht. Ich denke mal, die werden wir gleich ausbauen aus Dorf dreispurig mit Busspur. Wir wollen ja in dieser Folge eigentlich auch noch die Busspur mit einbringen, also die Busverkehr mit einbringen. Und auch wieder müssen wir die Ampeln wieder deaktivieren. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt gucken, von wo die kommen. Auf jeden Fall wollen wir ja ein flüssiges auf die Autobahn rauffahren. Deswegen müssen wir ihnen jetzt mal erzählen, wie die zu fahren haben. Rechtsabbieger sollen dann nur rechts abbiegen.
Ja, und die Geradeausfahrer können sich das aussuchen, ob sie da oder dahin fahren. Von hier aus wollen wir, dass die auch nur auf diese Spur fahren. Und die Geradeausfahrer können diese beiden Spuren belegen. Ja, so sieht das schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, das klappt ganz gut, sodass wir hier nirgendwo einen Stau verursachen. Okay, das könnten wir hier auch so lassen mit dem Rechtsabbieger und Linksabbieger. Ich hoffe, das klappt alles. Trotzdem wollen wir hier die Ampeln weg haben. Und das sieht schon mal ziemlich flüssig aus. Ja. Nee, ich brauche im Moment kein neues Land. Wir wollen jetzt neue Arbeitsplätze schaffen. Brauchen wir aber im Moment gar nicht, sehe ich gerade. Wir müssen mehr Einwohner bekommen. Da wir ja hier ein paar Häuserchen abgerissen haben, werden wir jetzt hier in unseren Elfen, warte mal, es waren Elfen, ne? Ja, unseren Elfenberg besiedeln. Und zwar ist er ja mit bei dem Wohngebiet mit drin. Das können wir auch gleich noch erweitern. Okay. Oh, nein. Oh, rückgängig. Geht leider nicht. Also machen wir es wieder groß. Okay. Also diese Straße jetzt bauen. Ah, so wäre, glaube ich, sogar mit rechten Winkel zu arbeiten. Ja, das ist doch gut. Traumhaft schon fast. Ne. Das ist mir zu weit, Moment. Einen hätte ich gedacht. Warte mal, also das wäre... So. Hahaha. Doch. Ha, geht. Sehr gut. Haben die den restlichen Zibbel abgerissen? Sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Nee, das lassen wir jetzt so. Okay, wir brauchen hier also, ich würde vorschlagen, dass wir für hier unten... Yay! Das hatte ich eigentlich vorhin schon fast geschafft, da habe ich aber die Straßen abgerissen, von daher... Alles gut, alles gut. Au, die falschen. Die brauchen wir doch. Hoffentlich haben wir dafür überhaupt Geld. Oh, 53.000. Ja gut, wenn wir gerade ein Achievement geschafft haben, dann sollte das wohl kein Problem darstellen. Ich weiß nicht, ob die ihn meckern. Wir lassen das erstmal so. Okay, Geschäftsgebäude sind ja gewünscht. Genau, die hatten wir hier unten reingesetzt. Ah, das ist mir zu viel Geschäft. Da würde ich eher Wohngebiet reinsetzen. Könnten wir dann noch... Ne, hier möchte ich eigentlich auch nichts dran haben. Nein, gar nichts, genau. So, wie sieht das hier aus? Sehr gut. Vielleicht sollten wir auch die Straße hier direkt dort anbinden. So, von hier aus darüber. Was machen wir jetzt? Aha, ich noch eine tolle Idee. Stärkt den Verkehrsfluss, würde ich jetzt mal sagen. So, von hier aus haben wir ja gesagt. Warte, hier sind kein... Ja doch, ein, zwei Gebäude sind da dran. Das macht jetzt aber nichts. So, einmal ein bisschen krummelig. Könnten wir das Ding hier gerade hochbauen? Ja, werden noch neue Gebiete zusammengefügt. Und von hier aus geht das hier mit ran. Das sieht auch gut aus. Leider müssen wir hier bei jeder neuen Kreuzung mit einer großen Straße die Ampeln wieder wegmachen. Hm. Ist so, ist so. Hier werden wir das auch noch mal machen mit den... Ah, hier ist diese Traffic Lights. Hatte ich die nicht schon mal anders? Doch, da auch noch mal.
Und da auch so. Dann wollen wir denen nochmal von hier aus sagen, wie sie hier zu fahren haben. Und zwar wollen wir, dass der dahin abbiegt. Der kann meinetwegen geradeaus und rechts abbiegen. So, da wollen wir auch den Rechtsabbieger machen und von hier aus den Linksabbieger. Und von hier aus gehen wir auf diese Spur und diese Spur. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das sieht gut aus. Ach doch, ich habe von hier aus vergessen gerade, nee, von hier aus gerade rüber. Ach da. Ja gut, von hier aus können wir jetzt auch nochmal machen. Da mit hin. Und der fährt da mit hin. Sodass halt die Rechtsabbieger jeweils immer freie Fahrt haben. Siehst du, von hier aus den Rechtsabbieger habe ich auch nicht gemacht. So, das hätten wir also auch erledigt. Das heißt, das Spiel kann weitergehen. So, im Grunde genommen möchte ich ja hier ein neues Gebiet erstellen. Und zwar ein Gebiet für Agrarindustrie. Das machen wir durchaus noch mal ein bisschen größer, weil wir durchaus auch das Zeug dazu haben. So, ja, und da kommt ihr auch wieder ins Spiel. Das ist im Moment der Hochlandpark. Moment, ich schreibe mir den selber auf. Den Hochlandpark. Ihr könnt Vorschläge machen. Den können wir umbenennen. Denkt dran, das ist Agrarindustrie. Wir werden das ja umwandeln hier in Agrar. Einen wunderschönen Trecker. Ja, okay. So, hier baut sich Gewerbe auf. Das Gewerbe könnten wir hier auch durchaus noch weiter. Ich gucke noch mal eben nach. Ja, ein Waldgebiet können wir selber noch machen. Waldindustrie. Aber ich würde ganz gerne hier noch den Gewerbepark ein bisschen erweitern. Krachchen. Also hier, das sollten wir auf jeden Fall freilassen, sodass wir mit der Autobahn nachher hier durchkommen können. Ach, keine Industrienachfrage, das ist ja echt hart, Mann. Häuserchen können wir noch haben. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal mehr Gewerbe. Gewerbe. So, hier wollen wir mit der Heizung weiter rangehen. Und ziehen hier richtig einen Gewerbepark auf. So dass wir nachher halt mit der Schnellstraße hier durchkommen und direkt zum Gewerbepark kommen. Aber warte mal, was machen wir noch anders? Halt, stopp. Und zwar würde ich das schon vorschlagen, mit einer großen Straße zu machen. Das könnte durchaus im Endeffekt nachher sich besser auswirken. Und hier können wir sogar eine schöne Allee mit Bäumchen in der Mitte machen. Und daran bauen wir jetzt mal unsere Gewerbegebäude. Mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Wie immer brauchen wir jetzt nochmal unsere Ampelanlage weg. So. Okay. Sind wir jetzt schon bei der Hälfte der Folge. Jetzt könnten wir anfangen mit dem ÖPNV. Der ÖPNV, den wollten wir eigentlich hier rüberbringen, damit die Leute zur Arbeit kommen. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Dafür müssen wir natürlich erstmal ein ÖPNV bauen. Und zwar brauchen wir ein Busdepot. Das kostet 30.000 Kracher. Ey. Kriegen wir ihn hier zwischen? Natürlich nicht. Industriegebiet würde ich ungern nehmen. Hier werden die sich wegen Lärmbelästigung, egal. Strom kriegt er, Wasserwärme hat er. Gut. So, jetzt können wir bauen eine Linie. Gibt es da jetzt auch schon ganz tolle Mods. Hier kann man schon bestimmen. Pass auf, wir wollen die und die Busse da drin haben. XL Gelenkbusse, kleine, süße, schnucklige, was auch immer.
Das ist hier der 24 Meter, der Doppelgelenkbus, und das ist der Gelenkbus. Ich glaube, den nehmen wir jetzt mal, den Solaris. Geschwindigkeit 15? Wie 15? 20? Nö. Fahrpreis kostet 100. Wartungskosten ist auch okay. Kann ich also einstellen. Wenn ich jetzt die Wartungskosten mal einfach, ich sag mal, ich habe einen guten Vertrag abgeschlossen, gehen wir auf 1200. So, übernehmen wir das jetzt mal. Okay, brauchen wir jetzt erstmal eine Linie, die sozusagen hier durchführt, damit wir zur Schule hinkommen. Ah, da wäre eher so ein U-Turn so ein bisschen die Wahl. Dass wir hier einmal durchkommen. Genau, so machen wir das. Von hier aus kommen wir hier nur einmal rüber. Okay, könnten hier den U-Turn machen, hier wieder rein. Wir fangen an in der Nähe der Schule. Hier fangen wir an, gehen also hier einmal rum. Freuen sich viele, viele Leute in Keks. Dann können sie hier zum Einkaufen fahren. Hinter der Kreuzung, warte mal, das ist zu häufig. Ja, die binden wir mit an. Dann gehen wir hier ran, haben damit die Ecke abgedeckt. Dann können sie zum Friedhof fahren. Den Rückweg nehmen wir natürlich auch in Kauf. Und schließen die Linie ab. So, jetzt haben wir hier unsere 6 Haltestellen. Gucken wir mal. Oh, da stehen schon einige an den Haltestellen. Das kann man natürlich alles kontrollieren. Linienfarbe kann man wählen. Ich kann das auch sagen, pass auf, die Linie ist total grün. Die soll auch richtig Einnahmen bringen. Ein Bus fährt derzeit auf der Linie. Und hier kann man halt Fahrzeuge hinzufügen. Hier kann man die Typen wählen, die hinzugefügt werden. Wir lassen jetzt erstmal einen Bus laufen. Obwohl, wir könnten eigentlich gleich einen zweiten hinzufügen. Da steht ja bei Geschwindigkeit. Ach so, okay. 20 ist 100 km/h. 50 ist 250 km/h. Okay, den habe ich jetzt auf 250 km/h eingestellt. Okay. Was hat er für eine Kapazität? 60. 75, 60, 155, 115. Der hat auch 115. Den fügen wir jetzt einfach nochmal hinzu, um halt einen zweiten Linientakt hinzubekommen. Und das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Umsteigen, würde ich sagen, können die denn, wo wollen die denn umsteigen lassen? Dass wir jetzt halt sagen, einmal, pass auf, wir fahren jetzt rüber. An der Schule. Dass wir hier einmal rumfahren. Dann können die hier einmal umsteigen, da einmal umsteigen. Ja. Wir ziehen jetzt hier einmal raus. Dann fährt der Bus hier einmal rüber. Ab ins Industriegebiet. Ja, komm, dann decken wir auch das ganze Industriegebiet schnell mal ab. Na gut, ganz können wir natürlich nicht. Aber schon ziemlich gut, finde ich. Lassen denn vor der Kreuzung einmal raus und können sie halt hier mitfahren oder damit fahren. Und schließen die Linie. Das ist gut. Da werden wir auf jeden Fall auch noch ein zweites, das ist G. C ist ein bisschen Capacity, schätze ich mal. 75, ja, das ist in Ordnung. Also haben wir einmal Kapazität und einmal ein wenig weniger Kapazität. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch schon mal angefangen. Sind gleich bei 20 Minuten angekommen. Guck nochmal nach, alle Ampeln weg. Es ist immer noch eine hohe Nachfrage an
an Gewerbegebieten. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber es kommen immer noch neue Einwohner. Also das heißt, die Einwohner bauen sich dann ja damit auch auf. Das heißt, die Gebiete von Einwohnern, auch hier, die Gebiete sind ja schon völlig eingedeckt. Okay, mich würde mal interessieren, ihr spielt ja selber wahrscheinlich auch Transportfieber, wollte ich gerade sagen. City Skylines. Spielt ihr mit extra Gewerbegebieten, sprich Gebiete, wo nur Gewerbe ist, also dass wir jetzt hier unten zum Beispiel ein komplettes Gebiet machen, wo nur Gewerbe ist, wäre ja eine Idee. Man kann ja auch hier noch Vergnügungsviertel machen sozusagen, das wollen wir ja auch noch machen. Switch Traffic Lights. Können wir einfach mal einen Angriff nehmen, oder? Meine lieben Zockerfreunde, ihr dürft mitentscheiden. Wollt ihr mitentscheiden? Das weiß ich ja noch nicht. Das müsst ihr selber entscheiden. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Warte mal, wir machen das mal so. Dann passt das auf jeden Fall. Nur mal zum Nachgucken gewesen. Ja, ihr könnt mir entscheiden. Wollen wir hier ein Gewerbegebiet draus machen? Ja, ein Vergnügungsviertel sozusagen. Wir haben ja After Dark. Wenn die Nacht dunkel wird, dann beginnt das Vergnügungsviertel an zu leben. Guck mal, da hätten wir das auch schon mal. Können wir natürlich auch noch durchlaufen lassen. So, ich werde das schon mal mit Heizung versorgen. Wie sieht das da überhaupt aus? Das passt alles, sehr gut. So, ist alles abgedeckt. Okay. So, und des Weiteren ist natürlich die Frage, wo kommt das nächste Viertel hin? Sollten wir hier jetzt nächstes Wohngebiet hin machen? Wäre natürlich eine Idee. Wir müssten aber ein ganz anderes Autobahnkreuz haben. Oder wir setzen hier an. Ich denke mal, dass wir hier oben ansetzen werden. Industrie, wie gesagt, ist die Nachfrage im Moment gering. Wir haben hier hinten noch Platz. Hier sind sogar Gebäude verlassen. Sogar Gebäude abgebrannt. Ist noch eins on fire. Wollen wir mal gucken. Kommt vielleicht noch ein Feuerwehrwagen? Oder ist die Feuerwehr viel zu weit weg? Okay, wir haben hinten noch gar keine Feuerwehr. Oh, alter Schwede. Wir haben aber wenig Feuerwehr. Dann sollten wir auf jeden Fall noch eine Feuerwehr setzen. Vorerst mal hier hin. Wasser, haben sie. Strom, haben sie. Gut. Das heißt, die sind von hier her natürlich schneller unterwegs. Genau. Und wir haben für uns noch ein bisschen Unterstützung. Das werden sie natürlich nicht mehr reißen. Das Ding ist gelaufen. Es wird gleich in sich verfallen. Das ist Warenkorb AG. Wir wollen nur hoffen, dass sich keine Gebäude mehr dran anstecken. Deswegen ist die Feuerwehr auch unterwegs, um halt auch andere Gebäude zu schützen. Was natürlich alternativ noch möglich ist, wir könnten aus diesem Schwerindustriegebiet natürlich nochmal ein Forstgebiet machen. Ich hätte das schon Lust zu. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ich glaube schon, dass es gehen würde und würde mich da auch auf ein Experiment einlassen. Aber dafür müssen natürlich erstmal andere Gebiete hinten stehen. Da kommen sie mit zwei Feuerwehrwagen eingerückt. Achso, des Weiteren muss ich nochmal gucken. Priority ist klar. Ja, alles gut. Kommen gar nicht durch, die Feuerwehrleute hier.
Es brennt immer noch. Löschen! Schneller! Und? Mit 3 Feuerlöschfahrzeugen. Jawohl! Haben sie doch noch geschafft. Geil, Mann. Hat sich gelohnt, der Bau und der Kauf dieser Feuerwehranlage. Feuerwehrlöschgeräteanlage. So, hier, das ist der schnellste Weg auf die Autobahn Richtung Stadtauswärts. Okay, oh, was ist hier denn los? Oh, Fernwärme? Reicht die Wärme nicht mehr? Es ist kälter geworden, wir brauchen eine zweite Anlage. Oder was kann man damit machen mit der Kesselstation? Diese Kesselstation verbrennt zur Wärmeerzeugung Öl. Aha, okay. Also ist das eher die saubere Energie und das eher die schmutzige Energie. Heizleistung 120, die schafft nur 80. Verbraucht aber... Oh, 320 Kilowatt Strom verbraucht die? Ach Quatsch. Strom 160 Kilowatt, also das verstehe ich noch nicht so ganz, weil wir... Achso, doch. Na gut, Kilowatt ist jetzt nicht ganz so immens. Ich würde sagen, das Frieren ist jetzt eh vorbei, es ist wieder wärmer geworden. Da sollten wir in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Das werde ich mir auf jeden Fall auch auf meinem schlauen Notizblock aufschreiben. Achtung, Heizung. So, jetzt haben wir 27 Minuten. Ich bin eigentlich schon wieder voll drüber. Ich wollte ja nur 20 Minuten Folgen machen. Aber es macht ja Spaß. Nichtsdestotrotz möchte ich auch noch mal schauen, was hier unsere Buslinien machen. Und zwar möchte ich ganz gerne mal schauen, was da so los ist. Moment, hier kann man ja nachgucken. Einmal diese, einmal diese. 71 an Haltestelle Nummer 7. Nummer 7. Rechtsklick. Ach hier, okay. Dann benutze diesen Namen für die anderen Haltestellen nahe dieser Person. Nö. Dann ist das wahrscheinlich der Umstieg von denen. Da ist nämlich die andere Linie. Also das haut auch hin, muss ich sagen. Ich gucke nochmal schnell die andere Linie an. Ratzi-Fatzi hier. Das Buslinie 1, Buslinie 2. 200 Leute. Oh ja, okay. Also sollten wir auf jeden Fall nochmal den großen Bus hinzufügen. Oder die beiden großen, 155 und 115. Einmal, zweimal, dreimal. Aber hier an der Schule ist richtig was los. Und damit verabschieden wir uns in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns am Donnerstag zu einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.